Hallihallo, liebe Freunde. Wir befinden uns... Oh, ich merke gerade, ich habe einen Zoom drin. So, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zur AIDA Lounge wieder. Und meine Mutter ist schon vorgelaufen. Ich bin jetzt hier gerade mit meinem Vater unterwegs. Wir sind jetzt hier bei dem AIDA-Shirt. So, erstmal, wir wollen nach oben. Ich bin mal gespannt. Ob hier. Hey. Du machst aber das Band nachher ab und machst den Knopf mal zu hier. Und ja, mach ich. Richtig. Sonst sieht der so, Fokus hier. Ein bisschen schludderig aus. Oh, wieso fahren alle vorbei? Hier. Ja, weil da nichts gut ist. Hier. Wenn man einmal irgendwo durch... Ah, ey, wir fahren dann jetzt bis 16, müssen dann einmal nach vorne laufen und dann einen hoch. Der fährt nämlich nur bis 16. Wenn ich hier drücke, ist da drüben auch gedrückt. Der nächste, der kommt, der hält dann an. 15, 16. Drücken geht für beide Seiten gleichzeitig. Ja. Wir laufen jetzt einfach hier nach da. Da hinten ist dann auch gleich die Lounge. Ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Wo sind wir denn hier? Erzähl da zumindest noch. Wo sind wir hier? Ja, wir sind jetzt hier in dem Gang, wo der Kids Club ist. Da vorne, wo jetzt gerade jemand reingelaufen ist. Da ganz hinten ist rechts der Teens Club. Da kann ich euch auch nochmal eine Geschichte zu erzählen. Oder erzähl du die mal, Papa? Ich erzähl die nicht, die erzählt man selber. Ja, also wir sind da letztens mal reingegangen, um zu gucken. Und dann kam da so ein 14-jähriger Junge oder so, die saßen da hinten alle, kam der zu mir und hat mich gefragt, wie alt bist du? Man darf nämlich in den Teensclub erst ab 12. Ich bin ja 12. Hat er mich gefragt, wie alt ich bin? Dann habe ich gesagt, 12. Dann ist er wieder gegangen. Und dann nachher kam der nochmal an und hat dann hier hoch. Kam der nachher nochmal an und hat dann gesagt, ja, also wir bräuchten noch einmal die Bordkarte von mir. Also die wollten noch mal der wollte dann von mir die Bordkarte sehen. Boah, der Beach ist schon mal wieder verdammt laut. Der wollte dann von mir die Bordkarte sehen. Haben wir gesagt, nee, wenn wir dir sagen, ich bin 12, dann bin ich 12. Und du bekommst ja unsere Bordkarte nicht zu sehen. Ja, so halt mein Papa. Gucken, wo meine Mutter ist. Ja, da hinten sitzt die. So. Ich habe gerade die Geschichte vom Teens Club Lach erzählt. Wem hast du die erzählt? Den YouTube-Zuschauern. Den YouTubern, okay. Ja. So. Wir sind jetzt hier wieder in der Lounge. Und schnell Foto machen. Genau, so. Und wir holen uns dann vielleicht, oder ich hole mir jetzt vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen was. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hole mir gleich erstmal was. Wir chillen jetzt hier erstmal. Ich werde nämlich jetzt gleich auch nochmal wahrscheinlich Schach mit einem hier spielen. Hier ist einer, der spielt immer mit mir Schach. Kannst ja gleich mal filmen, ne, Papa? Mhm. So, unsere Kapitänsmützen. Das ist meine, brandneu. Das ist Papas, also der Vergleich. Papa. So, ja, wir machen jetzt erstmal ein Foto und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, wir haben jetzt ein bisschen gegessen. Wir haben jetzt schon irgendwie 20 vor 12, 10 Minuten länger, als sie eigentlich aufhaben. Ich habe gerade noch mit einem Mitarbeiter hier Schach gespielt. Und das mache ich jetzt schon seit Anfang der Reise und ich habe irgendwie 10 Spiele mit dem gespielt und 2-mal unentschieden und 8-mal verloren. Und heute habe ich gerade endlich gewonnen. Das war irgendwie ein 1,5-Stunden-Spiel die ganze Zeit. Aber ich habe trotzdem gewonnen. So, jetzt warten wir mal im Aufzug. Da. So, wir sind jetzt wieder aus dem Aufzug raus. Und gehen jetzt zur Kabine. Wir müssen ein bisschen leiser sein, weil hier schlafen bestimmt schon Leute. Wir haben ja schon 11:45.
So, wir gehen jetzt mal wieder zur Kabine. Mama ist ja schon vor ungefähr einer Stunde gegangen. Und wir sind jetzt auch gleich da. Wir laufen jetzt ein bisschen schneller. Und ich hänge irgendwie, das ist das komisch, hier hängen immer die gleichen Bilder. Alles die gleichen Bilder an der Wand. So, da sind wir gleich schon da. Und morgen früh um 6 Uhr beginnt das Anlegemanöver in Marseille. Und dieses Mal werde ich auf jeden Fall pünktlich aufstehen. Ich probiere es zumindest. Wieso willst du aufstehen zum Anlegen? Ja. So. Da sind wir dann jetzt auch schon wieder in der Kabine. Ja, das Spiel hat noch ewig gedauert. Ich? Und wer hat gewonnen? Ich. Hey! Ja. Und wir werden dann jetzt wahrscheinlich gleich auch schlafen gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Und ja, also wie gesagt, morgen früh um 6 werde ich mir wieder einen Wecker stellen. Und ich hoffe, dieses Mal wird er auch endlich mal dann anlegen, wenn ich dann auch wach werde. Werde ich dann auf jeden Fall filmen. Und ja, es werden natürlich noch viele weitere Ida-Videos höchstwahrscheinlich folgen. Darum abonniert jetzt auf jeden Fall mal meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr jetzt keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, ciao Leute, wir sehen uns. Hallihallo, liebe Freunde. Wir fahren wieder mit höherer Geschwindigkeit, was man jetzt auch sieht. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern heute Morgen von 9 bis 11 Uhr war ein Event auf der Aida Nova und das hieß Aida Nova rutscht. Da musste man sich anmelden, Kabinennummer angeben, Vorname sagen. Hat man eine Nummer gekriegt, konnte man hochlaufen, runterrutschen. Dann musste man die Nummer sagen. Ich war jetzt heute 1, weil ich der Erste da war. Musste ich dann immer 1 sagen. Dann haben die einen Strich bei mir gemacht. Und dann haben die ausgerechnet, wie weit, also wie viel Kilometer ich gerutscht bin oder wie viel Meter. Und wie viel Treppen ich gelaufen bin. Und dann habe ich auch eine Urkunde bekommen. Die wollte ich euch nämlich heute jetzt mal zeigen. Legen wir die mal auf den Boden und gucken uns das Ding mal an. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. So, Moment. So, also Urkunde. Aida Nova rutscht. Gemeinsam haben wir am 31. Juli 2000... Haben sie aber irgendwas falsch geschrieben. Am 31. Juli, das war, ist irgendwie falsch. Heute haben wir nämlich den wie viel haben wir heute, Papa? 7. August. Den 7. August haben wir heute eigentlich. Ja, gemeinsam haben wir am 31. Juli 2019, also eigentlich der 7. August, symbolisch die Strecke von 40 Seemeilen, eine Seemeile entspricht 1,852 Kilometern im Racer ihres Four Elements zurückgelegt. Wir gratulieren Jan, also mir, zur erfolgreichen Teilnahme an dem Event Aida rutscht an Bord von Aida Nova. Du persönlich hast mit 32 Rutschdurchgängen a 80 Meter eine Gesamtstrecke
von 2560 Metern zurückgelegt und 1558 Treppenstufen erklommen. Und hier nochmal ein Stempel, Wasserrutschen Captain Malte Siebel. Und hier eine Unterschrift und ein Stempel. Ja, und das war die Urkunde von AIDA Nova Rutscht. Ja, das wollte ich euch mal ein bisschen kurz zeigen. Und wir gehen nachher ins Marktrestaurant um 9 Uhr. Da werde ich auf jeden Fall auch wieder filmen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir ins Marktrestaurant gehen. Bis gleich!